Oder so läuft's, wenn es nicht gut läuft, läuft so. Dann ist hier einfach mal ein Magma direkt gespawnt oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und der 135er Rex. Und ein Allo und. Der Magma-Sauer kriegt überhaupt keinen Schaden, ey. Was ist denn mit dem? Der beißt ja einfach alles weg. Den müsste ich jetzt aber mal weglocken hier. Hallo. Hallöchen. Oh, Gottes Willen, ey. Er lädt sich auf. Hallo. Oh, er lädt sich schon wieder auf, ey. Nein, schieß nicht auf mich. Hat dir doch nichts getan. Uiuiui. Ey, da habe ich ja wenig Bock drauf. Oh, der Allo frisst mal einen Megalania hier. Kann er ruhig machen. Hauptsache der Rex überlebt irgendwie, ne? Da hinten ist noch der 15er Rex. Ja, und da hat sogar die Bärbel Angst, so ganz ehrlich. Hallo und Rex greifen sich ja erstmal nicht an, ne? Schaffe ich den? Ups. Ja, der ist nur Level 20. Komm, den haust du weg, Bärbel. Kannst das? Außer Hüfte. Okay, jetzt muss nur noch der Magma verschwinden. Dann haben wir hier soweit aufgeräumt. Gibt's denn hier Schönes? Nimm mir die Pfeile, den Rest kannst du behalten da aus seinem Täschchen. Gut, hier ist natürlich schön aufgeräumt, ne? Komm, ich versuch's jetzt. Sieht nicht so aus, als könnte er da raus. Ich hoffe, meine Betäubungs... Ach, die Flinte wird's wahrscheinlich gar nicht überleben, ne? Kann sein, dass du gleich noch einen Rex aufessen musst. Da hinten schleicht noch einer rum. Jetzt versuchen, ihn zu legen. Ankommt, ey. Also das kann eigentlich nur in die Hose gehen hier, Leute. Wird mein Bestes versuchen, aber immer mit einem Auge auf den Rex. Oh, der Magma kommt auch wieder. Geh doch mal bitte woanders hin. Ja, es geht los. Gib alles bitte. Wow, 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 wow.
Jawoll. So, schnell wieder an die Flinte. Immer den Magma im Auge behalten. Ah, verdammt. Ja, welche Distanzen die so ballern können da, die Jungs. Bin echt angespannt gerade. Ich hau hier 100 Darts in den Ballenrex rein. Und da kommt das Vieh und macht alles zunichte, ne? Wenn die 100 Darts mal überhaupt reichen. Habe ich noch ein paar Betäubungswalle mit, dann müssen die herhalten. Und die Armbrust ansonsten. Hat man eine Chance gegen so einen Magma Sauer? Könnte ich den mit Beryl erledigen? Irgendwann müssen die ja auch mal sterben, oder? Ich würde es fast versuchen. Wo mir der Rex hier flöten geht, ne? Ich weiß auch nicht, was hinter mir ist. Jetzt, wo ich auf dem Bär sitze, kann ich leider nicht mehr so genau gucken. Da jetzt mal irgendwas spawnt, was mich wegmäht. Jetzt auch gerne so schnell wie möglich durchziehen. Das ist nur ein Schweig hinter dir, okay. Schnell mal 300 Hexagons abgesahnt. Gucken, wie viel Betäubung wir hier schon erreicht haben. Nee, 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 Trikey. Scheiße, jetzt kann ich ihn ja nicht. Rex los geht das Zeug. Ich würde ja gerne mal gucken, wie weit wir hier gekommen sind. 5000 von 14. Alter, tickert auch schon wieder runter. Da musst du echt durchgehend draufknallen. Das wird knapp. Ich glaube, ich habe nicht genug Scheiß mit. Das wäre ärgerlich. Ist jetzt gerade mal relativ ruhig hier ist, ne? Hätten wir eine kleine Chance. Mit einer Holzkeule auf ihn einprügeln muss.
Also meine Armbrust habe ich mit und die ist auch noch heile. Aber ich muss mich immer umgucken. Fast schon besser, den komplett einzubauen, den Rex. Zumindest erstmal einen großen hätte. Noch 9 Darts. Ja, Magma auf Spaziergang da hinten. Das fehlt mir auch noch, ey. Kommt wahrscheinlich erst, wenn ich ihn irgendwie zum Liegen gebracht habe. Dann wird er mal vorbeischauen. Oh, hier sind erstmal nur Trikes und ein Kentro. Kann ich ganz gut mit leben. Ups. Munition ist alle. Armbrust habe ich dabei. Ein paar Pfeile tatsächlich auch. Ich glaube, das reicht nicht. Wer bin ich mit erschrecken? Weiß immer noch. Kommt ja nicht mal auf die Idee abzuhauen. Der blöde Rex. Sieht doch schon aus wie ein Nadelkissen. Und wir schießen und schießen den Rex in den Hintern. Nein! Kommt schon wieder ein bisschen hier rüber, der olle Magma. Ganz kurz gucken, ob wir eine Chance haben. Oh, Alter, wird das knapp, ey. Bisschen warten zwischen den Schüssen. Und die alten Tricks. Ein bisschen mehr Turmbau aufbaut. Noch eben 22 Pfeile aus dem Täschchen gelootet. Ist immer noch nicht im Fluchtmodus, ey, das kann ja nicht wahr sein. Zumal ich sowieso noch mal kurz rüber müsste. Mal ein bisschen was essen und trinken hier. Jetzt hat er aufgehört zu beißen. Oh, 11.000 steigt aber noch.
Ja, ich habe einen Akkus dabei. Kann ich noch ein paar bauen. Keine Ahnung, ich fürchte, das wird knapp nicht reichen. Oh, gerade mal 12.000. Was stampft hier so? Ich hoffe, das war der Rex. Da vorne liegt noch eine Tasche. Nur zwei Rexärmchen drin, scheiße. Dachte vielleicht, sind da noch ein paar Pfeile drin? Die letzten 10 Pfeile, Leute. Zehntausend und steigend. Boah, steigt langsam. Ich glaube, mir fehlen 5 Pfeile oder so. Ich glaube nicht, dass der lange noch hochtickert. Mit dem Torperwert, um in die Knie zu gehen. Ist das bitter, ey. Mal gucken, ob er noch steigt. Ja, geht immer noch hoch. Alter, Leute, das muss reichen. Ich habe noch 2 Pfeile. Die prügel ich mir jetzt noch rein. Oh, ich habe sogar noch einen. Oh, es fällt schon wieder. Nein, es fällt. Oh, scheiße. Das kann nicht wahr sein, oder? In die Ozeanbase schnell einen Holzknüppel geholt. Oder irgendwelche Pfeile noch schnell umgearbeitet. Oh, komm schon, ey, das darf jetzt nicht mehr in die Hose gehen, dann werde ich irre. Nimm mal bitte Hammel mit. Und. Scheiße, wo habe ich denn die Pfeile? Hier? Wenn ich denn noch welche habe? Ne, hier bestimmt nicht. Ja, 23.
Und gleich wieder zurück. Ich sag's euch, jetzt gibt meine Armbrust kaputt. Ja. Yes. Was? Ist hier was? Ja, das ist ein blödes... Oh. Wieder jede Menge eklige Tiere hier. So Rexy. Kriegst du mal eben Hammel? Wenn ich irgendwo an dich drankomme, hier. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch eins machen: Daumen drücken. Was für eine Aktion, ey. Jetzt wäre mir fast so die Armbrust vorher kaputt gegangen. Wo der alte Sack sich hier schlafen gelegt hat. Schreck mich doch nicht so. Das da hinten. Ein Kilo, ne? Schon wird er wieder nervös. Ja, 4-6 Leben ist jetzt nicht der Knaller. Kentro ist mir egal. Galli auch. Bisschen Glück könnte es was werden, ne? Na! Oh. Ist sie mit dir? Mach dich weg hier! Ja, ja, du bist ganz toll, echt. Wollte auch mal ins Bild, weißt du? Galli ist mir wurscht. Den. Magma sehe ich jetzt gerade auch nicht. Kommt da oben runter. Schweig, alles klar. Muss man ehrlich sagen, es hätte schlimmer kommen können. Jetzt friss bitte. ¿4% Taming? Was zur Hölle? Oh Mensch, das könnte ja eine kleine Weile dauern. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich mal ein Päuschen. Und wir sehen uns wieder, wenn der Gutste fertig ist oder hier irgendwas in die Hose geht. Ne? Weil das wird jetzt ein Weilchen dauern. Also Daumen drücken und bis gleich. So, da bin ich nochmal eben zurück. Zwei Argentavis haben sich ja verirrt. Ich musste eben ganz kurz mal in die Base. Zum einen, ich habe mir mal einen Frier-Curry geholt. Gegen die Hitze tatsächlich. Und ein bisschen Lamm, damit ich mich selbst mal aufheilen kann. Das dauert ja ewig hier. Der Argentavis verzieht sich wieder. Ich hoffe, ihn hier hat keiner gebissen soweit. Die flattern, der ist mir echt zu dicht, ne? Den könnte ich mal. Ich möchte, den muss ich mal aufessen hier.
dass hier nichts unversucht, diesen Rex irgendwie durchzubringen. Ah, Agi, was ist mit dir? Alles klar. Hauptsache, es spawnt nicht noch was Schlimmeres dafür. Haben die hier schon irgendwie dran rumgeknabbert? Bin schon gefühlt eine Stunde hier. Tatsächlich nur gefühlt. Es dauert halt doch relativ lange. 31% haben wir. Sagt die, ja, 98,9 Effektivität. Alles klar. Ja, 31%. Ich schieb weiter Wache. Da sind wir wieder zurück. Bei unserem Rex. Ich lausche hier ganz gemütlich den Lawinen. Durch den Reset von dem Update ist die Zähmengeschwindigkeit auch so irgendwie nicht hingehauen, dass ich sie umgestellt habe. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile auf einfach gezähmt. Sollte jetzt aber wieder ein bisschen schneller gehen. Es dauert auf einfach über 2 Stunden. Tut mir leid, aber dann würde jetzt nur jede Woche eine Folge kommen. Was das denn? War das abgestürzt? Na. Hier rumpelt es hier ganz gewaltig auf einmal. Bin mal gespannt, wie viele... Ah, nice. Level 200. Der gutste. Warte, ich habe mir noch... keine Gedanken über einen Namen gemacht hier, ehrlich gesagt. So, Verhalten. Jetzt mal kurz passiv. Du kannst ja gleich folgen, brauchst du mir auch nicht. Ich will nur mal eben den Käfig abbauen, dann verschwinden wir erstmal wieder hier. Oh Gott, Galli. Ich hoffe, ich habe meine... Oh nein. Meine S-Plus. Gar nicht dabei. Mir schnell mal eine baue, dürfte auch gehen, ne? Schon wieder. Ich habe bald 20 Stück, weil ich die nie irgendwie dabei habe. Ich weiß auch nicht warum. Bärbel, hast du einen Stroh für mich? Bärbel hat auch kein Stroh. Ich habe kein Stroh. Ganz kurz hier einmal auf den Baum hauen. So. Mal eben eine Demogun hinzaubern. Trink mal einen Schluck, mein Guter. Ich mal auf die Schnelle hier den Käfig ab und dann verschwinden wir hier wieder, ne? Bringen erstmal unsere neueste Errungenschaft nach Hause. War das ein Krampf, ey. Bist du verrückt? So. Da schwebt er in der Luft. Nee, nee, kannst ruhig aufsteigen. Lasse ich den Teleporter hier? Frage ich mich gerade, oder? Ja, wieso nicht, ne? Kannst ja dann später immer wieder aufheben. Ich glaube, ich lasse den erstmal hier liegen. Oh Gott. Mal nach Hause mit unserem Rex. Jawohl. So. Alter, sieht der nicht geil aus?
grünen Bauch. Jetzt komm, lass mal nochmal ganz schnell einen Sattel bauen. Ich hoffe, ich hab da alles für dabei. Muss erstmal lernen, wa? Oh, Level 80 sind wir auch schon. Rexsattel ist 74, jawohl. Dann können wir uns gleich auch die Industrial Forge mal gönnen. Sehr gut. Und den Bergbaulaser. Level 80 ist ja großartig. Okay. Ja, Sattel. Gott, bin so aufgeregt. Ein 200er Rex steht bei uns vor der Tür. Rex-Sattel, kein Problem. Kannst du gleich so hinschmürgeln. Oh, 5 Leder nur noch hier drin. Du warst ein echter Kampf, mein Freund. Lass mal eben deine Werte bestaunen. Okay. 32 Nahkampfschaden kann ich erstmal mit umgehen. 36 Ausdauer. Und wir müssten noch einen mit ordentlich Leben finden. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ich den habe, ne? So, ich gebe dir einen Sattel, dann darf ich mal auf dich drauf. Dann gib mal meinen Hammel wieder her hier. Du kannst nachher selber genug Fleisch haben. Alter, wie geil der aussieht. Oder? Mega, ey. So, dann denke ich mal in der nächsten Runde. Beziehungsweise in der nächsten Folge werde ich dann nochmal eine Runde Dodoball spielen. Ja, dann gucken wir nochmal bei den 8 Raptoren da vorbei. Hier ist erstmal auf hier mit dem Rex. Sollte ich vorher vielleicht nochmal einen Teleporter bauen. Dann gehen wir mal mit dem Rex ein bisschen durch den Sumpf. Mega. Gut, ich freue mich. Ziel erreicht. War zwar gar nicht mal so einfach, den da rauszuzerren aus dem Vulkanbiom. Bist du hier am Trog, mein Guter? Aber wir haben es geschafft, ne? Zwischendurch nochmal der Zehn-Fail, dass ich da ein bisschen länger rumsitzen musste. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt einen schönen Namen für den Rex. Haut mir in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Und ja, wenn es euch an sich gefallen hat, dann lasst mir auch gerne einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Macht's gut, bis denne. Ciao. Oh, da wird's dunkel, ey. Da muss ich ja nochmal draufbleiben. Ich hier gleich runter. Oh. Nicht, dass ich hier gleich runterfalle. Der Hammer. So, das war's jetzt aber. Tschüss.